Die Nornier sagten, ich würde dich hier antreffen. Das Seil ist fertig. Gleipnir ist dein Name. Hinter dieser Wunde steckt bestimmt eine gute Geschichte. Die ein anderes Mal erzählt wird. Hab Dank dafür. Du darfst kein Spiel lassen, wenn du das Biest fesselst. Das Seil staucht und streckt sich, wie du es brauchst. Wie gut hält es? Das Biest könnte sich widersetzen. Je enger du das Seil ziehst, desto fester wird es und desto größer wird der Schmerz, bis sich das Tier nicht mehr bewegen kann. Danke, Ivaldi. Du darfst gehen. Fort aus Asgard, meinst du? Meine Schuld bei dir ist gänzlich beglichen. Ja, wie versprochen. Ich danke dir, Harvey. Ich hätte nicht gedacht, dass du dich erinnerst. Wohin wirst du nun gehen? Unter die Berge von Svartalfaheim. Unsere Berge. Um die Reichtümer der Erde freizulegen, das kann ich am besten. Harvey,
Welch Wohltat für meine Augen. Was ist mit deinem geschehen? Ein Opfer für etwas Wichtigeres. Ist der Wolf in der Nähe? Ja, er ist gewachsen. Ich habe ihm Gesellschaft geleistet. Doch ist er von einer unerklärlichen Traurigkeit befallen. Bedauerlich, aber notwendig. Ich wusste gleich, dass dieser Wolf ein schlechtes Omen ist. Anfangs hatte er ein sanftes Wesen. Doch unser Misstrauen und unsere Grausamkeit nahmen dem armen Wolf seine Freude, sein Leben. Wäre es also barmherzig, ihn zu töten? Es ist zu spät für diese Gnade. Dieser Wolf hat so viel Kraft, wir könnten es zusammen kaum mit ihm aufnehmen. Ich fürchte, er ist von einer Stärke erfüllt, die ihn ewig leben lässt. Dann werden wir ihm ein anderes Schicksal anbieten. Dieses Seil ist unzerstörbar. Du musst ihn überzeugen, es zu tragen. Es wird als Leine fungieren, deren Magie anzeigt, dass er keine Gefahr darstellt. Eine Versicherung für die Aesir, die ihn fürchten. Ein Leuchtfeuer, mehr nicht. Kein Leid soll dem armen Fenrir widerfahren. Fenrir, ja. Du kennst den Namen des Geschöpfs. Hat Loki ihn dir gesagt? So ist es. Ein guter Name. Ja, der im Sumpf lebt. Ein passender Name angesichts seines Schicksals. Fenrir! Gute Neuigkeiten! Lass mich. Ich wünsche dir das Beste. Doch noch immer herrscht große Furcht in Asgard. Die Aesir sorgen sich ob deiner wachsenden Größe und Stärke. Tun sie das. Wieso sollten sie sich denn fürchten, alter Freund? Havi bringt eine Leine, die von Zwergen gefertigt wurde. Ein Leuchtfeuer, das wir aus der Ferne sehen, damit wir wissen, wo du bist. Trage es, und du darfst in Asgard leben und gedeihen. Das riecht irgendwie faul. Trag die Leine, oder geh zurück nach Jötunheim. Triff deine Wahl. Sohn des Loki. Habe ich dich nicht mit Güte behandelt? Wir beide sind verbunden. Und wie ich meinem König traue, so traue du auch mir. Öffne dein Maul. Als Zeichen des Vertrauens kannst du mir meine Hand nehmen, falls ich lüge. Schön. Mach schnell, Havi. Es brennt! Abi? Lügen! Befreie ihn! Abi! Hier bleibst du, Sumpfbewohner! Hier stirbst du, Übelstifter. Brüder werden einander befehden und einander fällen. Du sprichst in Rätseln. Der Sitz der Götter wird rot. Rot von Blut. Thank you.
Kundkraft der Himmel in diesen Tagen. Windzeit, Wolfszeit. Wo hast du diese Weissagung gehört? Dann kommt das zweite große Leid, wenn Havi sich dem Wolf im Kampf stellt. Woher weißt du diese Dinge? Das ist die Geschichte, die ich mir des Nachts erzähle, wenn ich in Kälte und Dunkelheit schlafe und davon träume, ein Fleisch zu kosten.
konnte den Todesstoß nicht setzen. Meine Eide bleiben ungebrochen. Jeder Geringere hätte seinem Hass freien Lauf gelassen. Hätte es nur einen anderen Weg gegeben. Es gab keinen anderen Weg, Harvey. Unser Schicksal steht fest. Schicksal oder nicht? Du hast für mich ein großes Opfer gebracht. Es war nicht für dich. Du hast dir mit deiner Gnade keinen neuen Freund gemacht, Herr der Geistesschwachen. Ich werde dich töten, euch alle. Ich fress mich am Aesir-Fleisch fett. Du magst den letzten Schlag ausführen, Sohn des Loki. Doch ich genieße meine Jahre der Freiheit, bis wir uns wiedersehen. Komm, alter Freund. Die heilenden Hände Freyas können dir helfen. Kommt ihr zu sagen, was ich fürchte? Wir sagen nichts, doch wir zeigen. Eine Vision der Zeiten, die kommen. Kein Lebender oder Toter kann jemals Harveys Hochmut erreichen. Zu glauben, dass du dein Schicksal so ändern könntest. So sehr du dich auch mühst, so sehr du dich auch wehrst, die Fäden des Schicksals binden dich so fest wie ihr die. Und doch, aus diesem Muster entkommt ein Faden dem Gewühl, und haftet sich stur an das Gespinst. Aesir, Vanir, euer Untergang kommt. Die Erde wird beben, die Sonne wird sterben. Jötnar werden eure Wege bevölkern, während es Feuer auf euch herabregnet. Und der große Fenriswolf wird sich an eurem Blute laben. Doch du hast einen Weg gefunden, den Schrecken zu überleben. Lass das fließen. Den Tod zu überlisten. Vom Lebensbaum kommen wir, zum Lebensbaum kehren wir einst zurück. Dein Huga wogt in eine Zeit lange nach der deinen. In eine Zeit, in der du wiedergeboren wirst. Niemand darf folgen. Schon gar nicht Loki. Es ist getan. Nun stellen wir uns dem Ende. Heute sollte ich noch nicht sterben.
Deine Reise hat Früchte getragen. Nur die süßeste, das Leben, welches ich natürlich teilen werde. Welch Gnade, dass dir das Glück wie eine Katze folgt. Entgegen aller Wahrscheinlichkeit bist du erfolgreich und das erlöst dich, macht dich beliebt. Und wie anziehend findest du mich jetzt? Gerade genug, um nicht einzuschlafen. Ich habe Frey kaum gesehen, seit wir... Ich gebe nicht auf. Das tue ich nie. Gut. Du kämpfst gut mit deiner Schildhand, als wäre es dir in die Wiege gelegt. Es ist leichter als erwartet. Und wie sieht man die Welt mit nur einem Auge? Ich bin wacher und aufmerksamer. Du bist stark wie immer, Tyr. Schön, dass dein Körper und Huga so schnell genesen sind. Es geschah nur, was geschehen musste. Ich hege keinen Groll gegen irgendjemanden. Weder dich noch Fenrir, nicht einmal Loki. Ich bin nicht bereit, dem Trickreichen zu vergeben. Wirst du ihn bestrafen? Nicht in diesem Leben. Doch er wird uns nicht in die Unsterblichkeit folgen. Die Welt, in der wir erwachen, wird frei von seiner Bosheit sein. Wenn es denn sein muss. Eivor, du bist erwacht. Ich hoffe, du bringst neues Wissen. Ich war wieder in Asgard. Und was hast du gesehen? Ich fesselte den Fenriswolf, Lokis Sohn, mit einer unzerstörbaren Leine. Das Biest war erzürnt von meiner Tat. Wir kämpften und ich siegte, aber ich konnte es nicht töten. Du tauchst ein in Legenden. Dinge, die ich nicht für wahr gehalten habe. Gleichnisse. Doch du durchlebst sie wie Erinnerungen. Ich fühlte jeden Moment und sie waren echt wie du und ich, die wir hier sitzen. Das ist wundervoll. Was sagst du noch? Es gab einen Verrat. Ich betrog meinen Freund Tyr. Ich sah zu... Der große Wolf ihm den Arm aus der Schulter riss. Ich hätte es mit einem Wort verhindern, ihn warnen können. Aber ich tat nichts. Wie hast du dich gefühlt? Sein Schmerz berührte mich nicht. Da war kein Hass, aber ich bereute meine Gleichgültigkeit nicht. Wie Gift, das nach Wein schmeckt. Maßlose Selbstbezogenheit kann sich so anfühlen. Was hast du noch gesehen? Ich sah eine letzte Vision der Nornir, das Herannahen von Ragnarök. Da waren nur Feuer und Asche, ein Chaos, übel wie der Wind aus den Tiefen von Ginnungagap gab. Doch wir waren bereit für den nahenden Sturm. Zu acht tranken wir Met und gingen gemeinsam unserem Ende entgegen. Das war das Ende der Prophezeiung der Nornir. Wie seltsam. Was sahst du noch? Mehr habe ich nicht verstanden. Also gut, es erscheint mir klar. Der erste Traum sprach von der Furcht vor dem Verrat, die auf dir lastet. Odin schien es angemessen, sein grenzenloses Wissen mit dir zu teilen und den Schatz seiner Erfahrung. Vielleicht soll dir seine Geschichte eine Warnung sein. Seine Gleichgültigkeit ist bedauernswert. Folge nicht seinem Beispiel.
Sonst erwartet dich nur Einsamkeit. Eine Verbannung schlimmer als der Tod. Ich verstehe. Oder zumindest hoffe ich das. Danke, Valka.